ihren Träumen sieht sich Juliane immer wieder in den Straßen einer Stadt. Geschäfte, Auslagen, Sonderangebote, alles normal. Und dann auf einmal sind alle Gesichter, denen sie begegnet, zerbrochen. Die Köpfe sind zerschmettert, entstellt, aber seltsam, sie hat keine Angst. Pucallpa, ein Kaff im peruanischen Urwald. Gleich beim Flugplatz hat man ein Monument aus Gips errichtet. Auf der Tafel ist ein abstürzendes Flugzeug dargestellt in Gips und von dort aus eine gestrichelte Linie einen Fluss entlang. Eine Inschrift erläutert, dass dies die Route Julianes aus dem Urwald heraus war. Alas Esperanza, schwingende Hoffnung, steht geschrieben auf diesem Denkmal, das zum Gedenken an die Toten des Absturzes von Lanza errichtet wurde. Ich sehe das Monument zum ersten Mal in meinem Leben und es berührt mich sehr merkwürdig, wenn ich bedenke, dass ich die einzige Hoffnungsträgerin bin, während alle anderen ohne Hoffnung bei diesem Unglück geblieben sind. Seitlich an dem Denkmal ist eine Tafel angebracht mit einem sehr gefühlvollen Text. Es steht dort geschrieben: Brüder, wir sind hier vereint durch die Sehnsucht, die Wärme des geheiligten Heimes zu finden. Weihnachten 1971 waren wir auf dem Weg dorthin und stattdessen gelangten wir in die dunkle Ewigkeit. Auf der Rückseite sind eine ganze Reihe von Gräbern angebracht in den traditionellen Nichos, den Nischen, in denen die Toten beerdigt werden. Eine Reihe von Namen sehr junger Leute fallen mir ins Auge, Kinder zum Teil, höchstens 20-Jährige. Einige von ihnen sind sogar mit Bildern dargestellt. Eine junge Frau hier. Weiter hinten ein junger Mann, kaum 18 Jahre. Insgesamt sind hier über 60 der damals Verunglückten beerdigt worden. Am Vorabend des Weihnachtstages hatten alle Offiziere höheren Ranges die Garnison in Pucallpa verlassen und waren zu ihren Familien nach Lima gereist. Ganz unerwartet fiel so auf mich die enorme Verantwortung, die Suchaktion nach dem vermissten Flugzeug zu leiten. Es war ein dramatisches und erschütterndes Erlebnis, als wir an der Unglücksstelle eintrafen und die weit verstreuten Trümmer fanden. Da sahen wir Bäume, voll behängt mit Stücken aus dem Besitz der Reisenden. Koffer hatten sich in der Luft geöffnet und die Geschenke hingen in den Zweigen wie bei Christbäumen, dekoriert für einen traurigen heiligen Abend, für alle die Angehörigen derer, die nie ankamen. Diese Weihnacht, denke ich, war von einem düsteren Schicksal bereitet und die Bäume standen geschmückt als Begräbnisritus für die, die umgekommen waren. Lima, Peru, der Flughafen, kurz vor dem Unglück in Betrieb genommen.
die Halle zu den Inlandsflügen. Die Situation kennt wohl jeder. Einchecken an einem der Schalter, das Gewöhnlichste auf der Welt. Dieser Film hatte lange Jahre in mir gearbeitet und hatte mir keine Ruhe gelassen, weil ich selbst fast ein Teil gerade dieser Katastrophe geworden wäre. Wie jeder andere auch, war ich nicht unterwegs auf Abenteuer, Krieg oder selbst auferlegte Gefahren. Juliane Köpke, ich darf Sie mit Ihrem Mädchennamen ansprechen. Sie wollten das ganz gerne, weil Sie ein gewisses Maß an Anonymität bewahren wollen in Ihrem jetzigen Leben. Sie sind unter Ihrem Mädchennamen weltberühmt geworden. Sie waren damals 17 Jahre, vor 27 Jahren müssen wir uns hier genau an diesen Schaltern begegnet sein. Und zwar war es der Weihnachtstag. Wir waren beide auf dasselbe Flugzeug gebucht. Und zwar war ich in Vorbereitungsphase für meinen Film Aguirre, der Zorn Gottes. Die Geschichte handelt von spanischen Eroberern im Dschungel auf der Suche nach El Dorado. Später erst erfuhr ich, dass wir uns mit den Darstellern nur einige Flussläufe entfernt von Juliane durch den Urwald schlugen, während genau derselben Tage, wo sie ganz in der Nähe um ihr Leben kämpfte. Ich erinnere mich, dass wir den Tag mit sehr gemischten Gefühlen begannen. Wir waren einerseits froh, dass wir diesen Flug noch bekommen hatten, andererseits besorgt und beunruhigt, weil Lanze eine Linie war, die keinen besonders guten Ruf mehr hatte, nachdem schon zwei Maschinen abgestürzt waren. Aber andererseits wollten wir unbedingt so schnell wie möglich in den Urwald, um auf der kleinen Station, der kleinen ökologischen Station, die meine Eltern in tiefsten Regenwaldbüros gegründet hatten, mit meinem Vater wenigstens Silvester noch verbringen zu können. Da aber ich vorher den peruanischen Schulabschluss beendet hatte und ein großes Fest anstand, das war am 23. Dezember, wollte ich unbedingt an diesem Fest noch teilnehmen, weil das sozusagen der Abschluss eines Abschnittes war. Hier hat sich alles gedrängt von Passagieren. Ich erinnere mich noch, ich muss sie mit dem Ellbogen irgendwann einmal beiseite geschoben haben. Ich habe damals $20 irgendwie an den Schalter gelegt und die sagte zu uns, ihr seid drauf, ihr seid alle drauf. Dann plötzlich um 11 Uhr hieß es, der Flug fällt doch aus. Man muss dazu wissen, die Lanza hatte eine einzige Maschine noch. Die flog Lima, Cusco ins Hochland zurück. Das letzte noch verbleibende Flugzeug der Linie flog täglich zwei Inlandsrouten hintereinander. Es hatte aber wegen Reparaturen endlose Verzögerungen gegeben und so fiel mein Flug aus. Der Julianes sollte starten. Und ich erinnere mich noch an den Jubel aller dieser Passagiere. Dicht gedrängt alles auf einmal. Wir 92, wir kommen mit, wir schaffen es, an Weihnachten nach Hause zu kommen. Sie erinnern sich vielleicht noch dran. Ja, jeder war froh, dass er da noch mit durfte und dann doch noch das Fest mit seiner Familie begehen durfte. Die Frage war nur, würde Juliane bereit sein, mit uns alle Stationen ihrer Odyssee zu wiederholen? Trauen Sie sich das? Wollen Sie das? Mir bleibt sozusagen jetzt nichts anderes mehr übrig, nachdem ich jetzt schon so weit gegangen bin, mich darauf eingelassen habe. Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass mein Mann mich begleitet und mich sozusagen psychologisch stützt. Diesmal allerdings flogen wir mit der Aeroperú. Reihe 19, Sitz F, der Fensterplatz. Genau wie vor 27 Jahren. Nun, wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich ziemlich nervös und angespannt. Auf dem gleichen Platz zu sitzen wie damals vor 27 Jahren, da kommen natürlich Erinnerungen hoch, die nicht so sehr angenehm sind. Ich habe seit damals das Vertrauen in Piloten und Flugzeuge verloren, horche auf jedes Geräusch und bin bei jedem Flug nervös. Aber bei einer Strecke übers Gebirge natürlich besonders, weil es da immer ziemlich turbulent wird. Die Route führte auch damals über die Anden, an deren Ostrand der Urwald des Amazonasbeckens beginnt. Hier stauen sich sehr häufig Gewitter. Der Flug verlief zuerst die ersten 25 Minuten vollkommen ruhig und normal. Ohne weitere Vorkommnisse. Wir bekamen unser Lunchpaket. Und dann wurde es zunehmend bewölkter. Die Maschine flog in dichte, dunkle Gewitterwolken hinein.
und ich habe mir dabei nichts weiter gedacht. Ich flog zu dem Zeitpunkt noch gern. Meine Mutter war allerdings etwas beunruhigt, als sie diese Gewitterfront auf uns zukommen sah. Meine Mutter saß neben mir, ich saß am Fenster, meine Mutter in der Mitte und daneben ein dicker peruanischer Mann, der gleich nach dem Start einschlief und eigentlich, bis es so richtig turbulent wurde, gar nichts weiter mitbekam. Wir sind richtig in dieses Gewitter hineingeflogen und es war wirklich beängstigend. Die Wolken strichen geradezu um das Flugzeug wie lebendige Wesen. Es war pechschwarz, pausenlos von Blitzen erhellt. Und ich habe nie wieder danach und auch nie vorher solche Turbulenzen erlebt. Die Geschenke, die die Leute für Weihnachten besorgt hatten, fielen aus den Regalen. Und dann sah ich ganz plötzlich ein unwahrscheinlich grelles, blendend weißes Licht auf der rechten Tragfläche. Es war ja ungefähr so, wie ich jetzt auch sitze. Und es sah aus, wie wenn ein Blitz in den einen Motor eingeschlagen hätte. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich hatte das Empfinden. Meine Mutter schrie in dem Moment, jetzt ist alles aus. Und was dann genau danach geschah, daran habe ich keine Erinnerung mehr. Später sind so Erinnerungsfetzen wiedergekommen. Zum Beispiel, dass wir uns im Sturzflug befanden. Und ich höre noch dieses tiefe Brausen der Maschine. Es ging fast senkrecht runter. Die Leute schrien wie am Spieß. Die Mitbringsel, Blumensträuße, größere Pakete, alles flog durcheinander. Und dann war ich plötzlich draußen aus der Maschine. Ich hing in der Luft mit meinem Sitz. Ich hatte zwar die Maschine verlassen, aber eigentlich hatte sie mich verlassen. Denn sie war nicht mehr da. Ich war völlig allein mit meiner Sitzbank. Und ich trudelte durch die Luft weiter und dann in einem Sturzflug nach unten. Ich trudelte, hing mit dem Kopf nach unten. Der Gurt presste mir den Magen zusammen und ich bekam keine Luft. Und in dem Moment war mir glasklar, was passiert war. Ich hatte aber offensichtlich keine Zeit, Angst zu empfinden, weil ich dann in Ohnmacht gefallen bin. Aber ich sehe den Wald noch unter mir, grasgrün wie Brokkoli. Dschungel, soweit das Auge reicht. Es gibt keine Lichtungen hier, nirgends, es sei denn, Menschen haben sie geschlagen. Hier waren die Teile der Lockheed Electra über einem Gebiet von 15 Quadratkilometern herabgeregnet. Die Absturzstelle ist in etwa noch bekannt. Trotzdem waren für unseren Film zunächst drei Expeditionen dorthin vergeblich unterwegs. Erst die vierte lokalisierte den Ort der Katastrophe. Manchmal brauchten wir Stunden, um nur 100 Meter weit vorwärts zu kommen. Der Marsch durch den Dschungel war so hart und die Strecke so weit, dass wir uns entschlossen, an der Absturzstelle eine kleine Lichtung schlagen zu lassen, gerade groß genug, damit ein Hubschrauber landen konnte. Diesmal landete Juliane Köpke sanft. Wir brachten Verpflegung mit uns, auch Trinkwasser, weil jetzt gerade Trockenzeit herrschte. Unser Camp war ganz provisorisch. Rund um uns lagen die Teile des Flugzeugs im Urwald verstreut. Wie beiläufig sie Moskitos und anderes Geziefer hinnahm, fiel uns als erstes an Juliane auf. Mira, Juliana, tengo un monedero que me encontré, con monedas antiguas, en la parte del fuselaje del avión. Tiene monedas antiguas. Hier ein Geldbeutel, der an der Absturzstelle gefunden wurde. Er gehörte wahrscheinlich einem jungen Mädchen.
Ich schaue mal hinein. Der enthält 2 Münzen. Alte 10-Solles-Münzen, die jetzt nicht mehr gültig sind. Ich habe mir natürlich oft Gedanken darüber gemacht, wie es möglich sein konnte, dass ich aus 3 Kilometer Höhe so relativ unbeschadet hinabgestürzt bin. Es gibt da wohl 3 Erklärungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich eher eine Kombination von ihnen. Einmal kann es sein, dass in besonders großen Gewitterwolken dramatische Aufwinde herrschen, die alles nach oben treiben. Dadurch hätte mein Sturz eventuell abgedämpft werden können, die Fallgeschwindigkeit. Zweitens hatte ich das Gefühl, die kurze Zeit, die ich in der Luft bei Bewusstsein war, dass ich trudelte, ich sah den Wald unter mir sich drehen. Und es kann sein, dass ich an einem Ende des Sitzes hing, so wie ein Ahornsame gebaut ist. Unten der Same und oben der Flügel, der Sitz sozusagen. Und dass sich dieses Ganze heruntergedreht hat. Drittens wurde mir erzählt von einem der Männer, die bei der Bergungsmannschaft dabei waren, dass an der Stelle, wo mein Sitz gefunden wurde, die Bäume mit einem sehr dichten Lianengewirr bedeckt und durchzogen waren. Dieses Lianengewirr kann den Sturz abgemildert haben. Das kann so gewesen sein, dass ich oben aufgeprallt bin, dass sich dann der Sitz gedreht hat und dass ich dann so mit dem Sitz unter mir durch dieses Gestrüpp gekommen bin und dann relativ sanft, in Anführungsstrichen, auf dem Boden aufgeschlagen bin. Gleich in der Nähe des Camps ist Juliane mit Juan, einem unserer indianischen Macheteros, im Urwald unterwegs. Hier ist die Außenlackierung des Flugzeuges noch fast wie neu zu erkennen. Sí, parece que es de adelante, ¿no? Juliane war zum ersten Mal hautnah mit ihrem eigenen Schicksal konfrontiert. Dies hier war ja ihr Flugzeug gewesen, in dem sie geflogen war. Ihr Albtraum, eigentlich der Albtraum von uns allen, war für sie aber ganz konkret und anfassbar. Es ist sehr important. Hier liegt sogar noch ein Notausstieg mit der ganzen Beschriftung. Und doch wirkte Juliane innerlich ganz unberührt. Dieser Panzer, sagte sie später, sei notwendiger Selbstschutz, sei Teil einer Technik, um irgendwie ein normales Leben führen zu können. Hier gibt es noch Teile des Bodenteppichs. Die Farbe ist sogar noch zu erkennen. Alles inzwischen in die Erde gewachsen. Man kann hier kaum gehen, so dicht sind die Teile gestreut. Hier noch eine Anzeigentafel mit einem ganzen Kabelwust daran. Wir haben eine Vorstellung davon entwickelt,
wie eine gesunkene spanische Galeone auf dem Meeresgrund aussieht. Das Gerippe des Rumpfs, bronzene Kanonen, eine aufgeplatzte Schatztruhe mit Goldmünzen und Perlen. Wie aber ein im Dschungel versunkenes Flugzeug aussieht, davon haben wir kein Bild. Wir würden vermutlich daran vorübergehen, wir würden es nur bei genauerem Hinsehen wahrnehmen. Einmal ein Koffer gewesen sein. Der Metallrahmen. Merkwürdig ist, dass die Schlösser noch abgeschlossen sind. Diana, una cuchara, pero está roto. Hier noch der Stiel eines Löffels. Absatz eines Damenschuhs. Selbst Fundstücke, die direkt auf Menschen hinwiesen, die ihren Mitreisenden gehört hatten, untersuchte sie mit dem distanzierten Interesse einer Wissenschaftlerin. Hier ein Lockenwickler, wie man sie damals benutzte. Nur so war sie in der Lage, ihren eigenen Schrecken auf Abstand zu halten, ihn wegzubannen. Das zu erreichen, hatte sie eine enorme Anstrengung während ihres gesamten erwachsenen Lebens gekostet. Juan hat einen Teil eines Tabletts gefunden. Kurz bevor das Flugzeug abstürzte, wurde uns ein Sandwich serviert. Kurz bevor ich aus meiner tiefen Bewusstlosigkeit erwachte, hatte ich zwei seltsame, miteinander verwobene Träume. Einerseits flog ich wie irrsinnig durch einen dunklen Raum. Ich sauste immer an der Wand entlang und dabei hörte ich ein brausendes, dröhnendes Geräusch in meinen Ohren, wie wenn ich selber mit einem Motor ausgestattet worden wäre. Andererseits hatte ich das dringende Bedürfnis, mich zu waschen, weil ich mich vollkommen schmutzig fühlte. Ich hatte das Gefühl, der ganze Körper klebt und ist voller Morast. Ich muss unbedingt jetzt baden gehen. Und dann dachte ich in meinem Traum, das ist doch ganz einfach, du musst doch nur aufstehen. Nur aufstehen und zur Badewanne gehen, das ist ja nicht weit. Und in dem Augenblick, in dem ich diesen Entschluss im Traum gefasst hatte, wachte ich auf und sah, dass ich mich unter meiner Sitzbank befand. Vollkommen aufgeweicht und voller Schlamm und Erde. Es musste die ganze Nacht in Strömen geregnet haben. Mir war im selben Augenblick klar, dass ich aus diesem Flugzeug auf die Erde gekommen war. Ayúdame con esta fila de asientos. Dies ist eine Dreier-Sitzbank. Hier unten die Sitzflächen, hier die Lehne des Mittelteils. Ahora échate, por favor. Ahí de costado con la cara para ahí. No, no, así no, por el otro lado. Sí, así está bien. So ungefähr muss ich nach dem Absturz gelegen haben im Wald. Den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht bis zum nächsten Morgen. Als ich zu mir gekommen war, merkte ich ziemlich schnell, was eigentlich passiert sein musste. Ich war abgestürzt und befand mich außerhalb des Flugzeugs, mitten im Urwald auf dem Boden. Ich versuchte, mich aufzurichten. Das gelang mir nur schwer, weil ich offenbar eine sehr schwere Gehirnerschütterung hatte. Ich merkte aber in dem Augenblick, dass ich völlig alleine war. Meine Mutter war verschwunden, obwohl ich mit der Dreiersitzbank heruntergefallen war. Auch der dicke Mann, der so ruhig außen auf der Sitzbank geschlafen hatte, war verschwunden. In diesem Augenblick fühlte ich mich vollkommen hilflos und mutterseelenallein, vollkommen verlassen. Ich konnte zunächst gar nicht richtig sehen. Mein eines Auge, das linke, war vollkommen zugeschwollen und durch das andere konnte ich nur wie durch so einen schmalen Schlitz schauen. Meine Brille hatte ich verloren. Ich hatte nur noch einen Schuh, eine Sandale, hinten offen, vorne geschlossen. Und ich hatte ein dünnes Minikleidchen an, sehr kurz, wie man es damals trug.
Ich richtete mich auf, bis ich zum Knien kam. Und dann wurde mir so schwarz vor Augen, dass ich mich wieder hinlegen musste. Die Gehirnerschütterung musste sehr, sehr stark gewesen sein. Nach einer Weile gelang es mir wieder, mich aufzurichten. Und dabei entdeckte ich die Verletzungen, die ich davon getragen hatte. Mein Schlüsselbein, mein rechtes, war gebrochen. Der Knochen hatte sich übereinander geschoben, stak aber nicht aus dem Fleisch heraus. Es schmerzte überhaupt nicht. Was mich erstaunte, war, dass ich hier an der Wade eine sehr, sehr lange Schnittwunde hatte. Ungefähr so lang, 4 Zentimeter lang und 2 Zentimeter tief etwa. Diese Wunde erstaunte mich sehr, denn sie blutete überhaupt nicht. Sie sah aus wie ein Canyon, schartig an den Rändern, wie durch ein raues Metallstück gerissen. Und tief nach innen ging es ins Fleisch hinein, aber es blutete gar nicht. Also ich spürte, dass überhaupt niemand um mich war. Und ich dachte, wo ist meine Mutter? Ich muss meine Mutter suchen. Und ich machte mich dann, so wie ich wieder einigermaßen aufstehen konnte, auf allen Vieren krabbeln konnte, auf die Suche nach ihr. Ich kroch herum und rief nach ihr. Nun, meine Mutter und ich, wir sind uns immer sehr nahe gestanden. Deswegen ist es für mich irgendwie unfassbar gewesen. Es ist kaum mit Worten zu beschreiben, dieses Gefühl, wenn ein Mensch, der so selbstverständlich zum intimen Leben dazugehörte, so ganz plötzlich von einer Sekunde auf die andere von einem gerissen wird. Ich denke, dass jeder, der einen geliebten Menschen in solcher Plötzlichkeit verliert, das nachempfinden kann irgendwie. Juliane war glücklich bei ihren Eltern. Ihr Vater wollte als junger Biologe unbedingt in den Urwald. Ohne Reisepass, bald nach dem Krieg, grub er sich als blinder Passagier auf einem Frachter in eine Ladung Salz ein und durchquerte dann zu Fuß den ganzen südamerikanischen Kontinent, bis er Peru erreichte. Dort wuchs Juliane auf. Ohne Zweifel, sie muss etwas von der störrischen Willenskraft des Vaters geerbt haben. Juliane lebte in einer einfachen Hütte. Bald schon hatte sie ihren eigenen Tukan und andere Tiere, die sie liebte und selbst versorgte. Zur Schule ging sie in Lima aufs deutsche Gymnasium, aber der Urwald war ihre eigentliche Heimat. Bald schon bewegte sie sich wie ein indianischer Eingeborener. Juliane kehrt zurück. Am Pachitia wartet der Nachbar der Station auf sie. Juliana, che gusto. Sein stolzer Name ist Carlos Achilles Vasquez Modena, aber alle nennen ihn kurz nur El Moro, der Moor. Más adelante, ¿no? Qué bien, qué gusto de encontrarnos, Juliana, ¿no? Después de tantos años. Sí, para mí es un gusto, Juliana. Bienvenida a Panguana y a Julia Pitch también, ¿no? Me alegro mucho de estar aquí otra vez. Gracias, Juliana. Die Bootsfahrt auf dem Pachitia ist kurz. Dann kommt die Mündung des kleinen Nebenflusses Yuyapichis, wo die Station liegt. Yuyapichis ist ein indianisches Wort und heißt übersetzt Lügenfluss. Der Fluss, der lügt, der nur so tut, als wäre er der wirklich große Nebenfluss Pichis. Der aber mündet erst ein Stück weiter entfernt. Alles schien wie immer. Alle Erinnerungen kamen für Juliane zurück. Und doch war alles ganz anders. Es hatte an der neu angelegten Straße im Dschungel, der Amazonas-Marginale, begonnen. Stunde um Stunde Fahrt nichts als Rodungen, niedergemachter Wald und Brände. Thank you.
Dafür, um unsere biologische Station zu erreichen, gingen wir über eine Stunde durch dichtesten, unberührten Primärregenwald. Kein Mensch lebte hier. Jetzt dagegen ist dies alles in Viehweiden verwandelt worden, bis zum Horizont und Kilometer darüber hinaus. Nur unser Stationsgebiet ist noch relativ unberührt. Es liegt dort hinten, wo der hohe Baum mit der pilzförmigen Krone steht. Ein Lupuna, das ist ein Baum mit einem sehr wertvollen Holz. Und wir versuchen seit Jahren, dieses Gebiet zu schützen. Auf dem Stationsgelände, das hier herum 2 Quadratkilometer umfasst, gibt es über 500 Baumarten und mindestens ebenso viele andere Pflanzenarten. 400 Ameisenarten sind bisher bekannt, außerdem über 350 Vogelarten, 52 Fledermäuse, die ich selber ja hier untersucht habe, und noch an die 80 andere Säugetierarten, ungefähr 50 Froscharten, mindestens genauso viel Reptilien, die Fische sind noch gar nicht bekannt, unter den Insekten sind die Schmetterlinge besonders gut untersucht, 280 Tagschmetterlingsarten, die Nachtschmetterlinge und Kleinschmetterlinge werden wesentlich mehr sein, darüber hat man hier noch nicht gearbeitet. Julianes Ehemann Erich ist wie sie Biologe. Sein Spezialgebiet sind Wespen. Juliane hat über Fledermäuse gearbeitet. Hier in diesem hohlen Baumriesen hat sie über ein Jahr lang Fledermäuse für ihre Doktorarbeit beobachtet. Wie ich sehe, sind noch Fledermäuse in dieser Höhle, eine kleine Gruppe. Jetzt hören wir die Fledermäuse flattern. Da hängt eine, sie starrt mich ganz erschrocken an, wie ich in ihr Gebiet eingedrungen bin. Dies hier sind übrigens keine Fledermäuse, sondern lediglich eine Art von Grillen, die Julianes Interesse wecken. Die Gefahren des Urwaldes werden grundsätzlich falsch eingeschätzt. Ich stehe hier im Rio Yuyapichis, mitten im Wasser, wie Sie sehen. Hier gibt es Stechrochen, Krokodile, Piranhas, andere Fische, die einen in die Füße beißen können. Trotzdem geschieht mir nichts. Die Piranhas kommen hier in relativ geringer Dichte vor und im fließenden Wasser sind sie absolut harmlos. Hier habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, wenn man sich verlaufen hat, Wasser zu finden. Ein kleiner Bach mündet in einen größeren, der dann irgendwann in einen größeren Fluss, an dem man irgendwann menschliche Bevölkerung findet, die einem Hilfe leisten kann. Es gab hier, als meine Eltern noch auf der ökologischen Station Panguana hier an dieser Stelle waren, einen Zwischenfall, der für mich sozusagen ein Präzedenzfall gewesen ist. Ein amerikanisches Team machte eine Expedition auf das etwa 50 Kilometer entfernt gelegene Sierra-Gebirge. Und dort geschah ein Unfall. Der Leiter der Expedition schoss sich eine Ladung Schrot ins Bein. Er war ein sehr großer Mann, über 2 Meter, sehr schwer und musste tragend herausgebracht werden. Und deswegen schickten sie einen jungen Studenten los, der Hilfe holen sollte. Der junge Mann verlief sich dann hoffnungslos im Wald und tat dann das einzig Richtige. Er fand zufällig eine kleine Quelle, folgte dieser und erreichte auf diese Art den Yuyapichis,
diesen Fluss und kam dann nach 2 Tagen Fußmarsch durch das Wasser, wartend im Fluss an unserer Station an, genau an dieser Stelle, wo wir uns hier gerade befinden. Zurück an der Absturzstelle. Wir übersahen fast das größte aller Bruchstücke in der Landschaft, hier von links nach rechts das Bild füllend. Zum ersten Mal war Juliane tief berührt. Als sie dies hier sah, bekam das Unglück und ihr Alleinsein eine Dimension. Das Flugzeug wurde als Ganzes wieder vorstellbar, greifbar. Die größte Suchaktion in der Luftfahrtgeschichte Perus war ohne jeden Erfolg geblieben. Selbst Hubschrauber konnten nichts entdecken. Der Urwald hatte die Maschine auf geheimnisvolle Weise verschluckt. Ich sah nach oben in die Baumwipfel und bemerkte, dass nirgends Äste abgebrochen waren. Der Wald war vollkommen unberührt. Rings um mich herum nirgends ein Anzeichen von diesem Absturz. Keine Spur einer Absturzschneise, nichts. Ich war vollkommen allein mit meiner Sitzbank. Erst viel später, 4 Tage später, fand ich eine Sitzbank mit 3 Toten. Das war der einzige Kontakt, den ich mit Menschen aus dem Flugzeug hatte nach dem Absturz. Das war ein schreckliches Erlebnis für mich. Diese Sitzbank stak direkt in der Erde. Sie war 1 Meter tief in die Erde gebohrt. Sie muss wie ein Geschoss heruntergekommen sein. Darauf hatten 3 Frauen gesessen, die wahrscheinlich sofort tot waren. Sie steckten in die Erde gebohrt, mit den Füßen nach oben. Im ersten Augenblick war ich fassungslos, als ich das sah. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Andererseits wollte ich wissen, ist meine Mutter darunter? Obwohl mir eigentlich hätte klar sein müssen, dass es nicht sein konnte, weil sie ja neben mir gesessen hatte. Ich bin hingegangen zu den Toten, langsam. Ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich einen Ast genommen, weil ich sie nicht anfassen wollte, und habe den einen Fuß umgedreht. Da habe ich gesehen, dass die Fußnägel lackiert waren. Und da war es mir klar, es konnte meine Mutter nicht sein, weil sie sich die Fußnägel nicht lackierte. Das Einzige, was ich an der Absturzstelle gefunden habe, waren eine Tüte Bonbons, die ich später mitnahm. Und außerdem entdeckte ich noch einen Stollen, einen Weihnachtsstollen, so einen hohen, Panettone-artigen, wie er hier in Peru üblich ist. Er war vollkommen durchweicht und mit Schlamm durchsetzt. Ich versuchte, ein Stück zu essen, aber er schmeckte so scheußlich, dass ich ihn liegen ließ. Das war natürlich dumm. Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Aber in dem Moment habe ich natürlich auch nicht damit gerechnet, dass ich so lange unterwegs sein würde nachher. Während ich dort suchte, war plötzlich ein anderes Geräusch da. Es drang ein Geräusch in mein Bewusstsein, das immer schon existiert hatte, das ich aber irgendwie noch nicht wahrgenommen hatte. Das sickerte geradezu langsam in mein Bewusstsein, wurde immer lauter und füllte meinen Kopf. Es war das Plätschern, das Tropfen, das leise Tropfen von Wasser. Ich ging dem Geräusch nach und entdeckte eine kleine Quelle, eine winzige Quelle, wo Wasser über einen Stein in eine kleine Mulde tropfte. Und in dem Moment wusste es mit absoluter Klarheit, dass ich diesem Wasser folgen musste, um herauszukommen aus diesem Wald. Jeder andere hätte wahrscheinlich an der Absturzstelle verharrt und auf Hilfe gewartet. Aber mir war vollkommen klar, dass es keinen Zweck hatte. Und ich bin diesem Rinnsal gefolgt. Denn ich wusste, das kleine Wasser fließt in ein größeres und irgendwann finde ich Hilfe. Das Wasser, dem Juliane hier folgt, ist zweifelsfrei dasselbe, dem sie damals folgte. Sie stieß dann auf diesen Bach. Ohne die geringste Ahnung zu haben, wo sie sein könnte, war es für sie ungewiss, ob sie je hier lebend herauskommen würde. Trotzdem gab es kaum je Momente von Todesangst. Ihre Gehirnerschütterung war einfach zu schwer, um irgendeinen anderen Gedanken aufkommen zu lassen als dem: vorwärts, weiterlaufen, dem Wasser folgen, egal was in dem Morast unter der brackigen Oberfläche lauern mochte.
Juliane, als ich mich vor einiger Zeit hier mit Juan und fünf Macheteros durchgeschlagen habe, da haben wir dieses hier gefunden. Mhm. Nach ihrer Erzählung war mir klar, das müsste der Motor sein, auf den sie gestoßen sind. Allerdings aus der Richtung kommen, den Bach entlang. Das muss der Motor gewesen sein. Weil das Wasser fließt die Richtung. Ja, das muss der Motor gewesen sein, den ich am dritten Tag gefunden habe, ja. Weil der auch flussabwärts auf der rechten Seite lag. Er war vollkommen verschmiert mit schwarzem Motorenöl, zusammengedrückt, genauso wie dieser hier. Und ist Ihnen klar, dass man nach dem Absturz in Cusco, dem vorherigen Absturz, festgestellt hat, dass da nur Motorradreparateure die Maschine gewartet hatten? Und die Piloten hatten auch offensichtlich keine reguläre Lizenz. Und das Schlimmste war, in Cusco hat man ja 101 Tote gefunden. Ein einziger hat überlebt, ein Co-Pilot, schwer verbrannt, aber der hat überlebt. Die Kapazität des Flugzeugs wäre aber gewesen 92. Das heißt, man hat 10 Leute zu viel dazugeladen. Der Ruf war wirklich der schlechteste, den man sich denken kann. Ja, ich bin ja nur geflogen, weil es die billigste war. Da haben Sie Glück gehabt, dass Ihnen nichts geschehen ist. Sie hatte einen außerordentlich schlechten Ruf. Ja, ich wusste das. Als gäbe es einen Schutz vor dem Schrecken der Flugzeuge, taucht in Julianes Träumen immer wieder ein sicherer Verwahrungsort für geflügelte Wesen auf. Sie sieht sich an endlosen Reihen von Regalen und Fächern entlang gehen, wo Millionen von Schmetterlingen aufbewahrt sind, alle existierenden Arten dieser Welt. Es ist, sagt sie, als könnte ich hier alle Flugzeuge dieser Welt sicher wegsperren und sie können mir nichts mehr antun. Dann aber verwandelt sich der Traum in einen Albtraum. Auf einmal gibt es keine lebenden Wesen mehr, keine Tiere, sondern nur noch Trophäen von ihnen. Man bewahrt sie in Hallen auf, ganze Warenhäuser sind voll davon und die Trophäen sind da zum Verkauf. Und dann sind da auch Felle von Tieren, von allen Tieren. Und nur noch einige wenige sind da, gefroren in Posen einer fernen Vergangenheit. Sie würden sich niemals wieder bewegen. Sie waren gefangen im Abgrund der Zeit. Dies ist einer meiner Retter sozusagen. Es sind Zigeuner oder Schopfhühner. Sehr ursprüngliche Vögel mit einem auffälligen, plumpen Verhalten. Sie leben in Gruppen an den Flüssen, schnarren in einem sehr seltsamen, vogeluntypischen Ton. Und wenn man sich ihnen nähert, dann sind sie sehr aufgeregt, schlagen ständig mit den Flügeln und verbeugen sich zueinander. Ganz hysterisch sieht es aus. Ihre Jungvögel leben in schlampig gebauten Nestern über den Flüssen. Sie fallen sehr oft ins Wasser, haben aber Krallen an den Flügeln, so ähnlich wie der Urvogel Archaeopteryx. Und sie klettern dann äußerst behende so an den Ästen hinauf bis in die Nester. Sie schwimmen sehr gut, sind sozusagen unverwüstlich. Das ist also einer meiner Retter. Dort sind Zigeunerhühner. Man erkennt sie an ihrem schönen Schopf. Das ist ein relativ großes Huhn, das ein ganz eigenartiges. Es war doch nur ein Specht, ich dachte, ich hätte eins gehört. Ein großes Huhn, das ein sehr für einen Vogel untypischen, aber insgesamt im Wald sehr, sehr charakteristischen Laut von sich gibt. Es ist eine Art
keuchendes Schnauben oder Schnarren. Ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, ungefähr so ähnlich wie... So ungefähr jedenfalls. Ich kann es nicht genau nachmachen. Und als ich nach dem Unfall 3 Tage unterwegs gewesen war, hörte ich plötzlich diese Stimmen. Und ich dachte, das ist die Rettung. Denn dort, wo diese Vögel sind, da muss ein größeres Gewässer sein. Ich habe die Richtung geändert und bin schnurstracks auf diese Stimmen zu marschiert, denn ich hoffte, dass ich dort Menschen finden würde. Unwahrscheinlich tiefer Schlamm hier. Genau an dieser Stelle bin ich auf den Chebonia gestoßen. Man erkennt sie an diesem sehr umfangreichen Bestand an Riesenschilf, Caña Brava. Am ganzen Fluss entlang gibt es keine andere Stelle, die so dicht mit der Caña Brava bewachsen ist. Und Juliane erkannte auch sofort, dass dieser Fluss nicht schiffbar war, dass sie hier keine Menschen finden würde. Anfangs am Chebonia hörte und sah ich die Suchflugzeuge über mir kreisen. Doch nach ein paar Tagen hörte das auf und ich merkte, dass die Suche eingestellt worden war. Mir war bewusst, dass ich jetzt völlig auf mich gestellt war, dass ich keine Hilfe mehr von außen zu erwarten hatte. Dadurch wuchs natürlich mein Gefühl der Einsamkeit und der Verlassenheit noch mehr. Juliane hielt störrisch an ihrer einen Sandale fest. Sie hatte sonst nichts. Hätte sie nur eine Machete und ein Feuerzeug gehabt, dann wäre ihr Überleben viel eher möglich gewesen. Sie hätte einen einfachen Unterstand bauen können. Sie hätte aus einer bestimmten Palmenart das weiche Herz herauslösen und essen können. Se puede comer. Sí, se puede comer. Se come. Sie hätte eine bestimmte Art Lianen abgeschnitten und reines Frischwasser gefunden. Oder sie hätte die häufig vorkommende Chihuahua-Nuss kochen können. Man kann sie auch in heißer Asche rösten. Diese Nüsse haben einen außerordentlich hohen Nährwert. Ich hatte überhaupt keinen Hunger. Ich habe die ganze Zeit nichts gegessen, auch kein Bedürfnis danach gehabt. Ich habe allerdings sehr viel Wasser getrunken. Das Einzige, was mich wirklich beunruhigte, war, ich hatte hier am Arm eine Wunde. Dort hatten Fleischfliegen ihre Eier abgelegt und die Maden waren inzwischen ins Fleisch hineingefressen und ein tiefes Loch gearbeitet. Wenn ich den Arm so verdrehte, konnte ich hineinschauen. Sie waren 1 Zentimeter lang. Das Loch war ungefähr so 5 Markstück groß. Und ich sah dann diese weißen Maden unten tief im Innern herumwuseln. Da habe ich schon Angst gehabt. Ich dachte, ich würde vielleicht eine Blutvergiftung kriegen oder den Arm dann verlieren müssen. Das hat mich sehr beunruhigt. Die Wunde ist vollkommen entzündet. Dieses Pferd hat sich vor 2 Tagen am Stacheldraht verletzt. Jetzt ist die Wunde voller Fliegenmaden. Das sind genau die gleichen Fliegenmaden, die ich auch hier oben in meinem Arm nach dem Unfall hatte. Die meiste Zeit bin ich den Chebonia hinunter geschwommen, gewartet oder habe mich einfach treiben lassen.
Ich habe überall Krokodile gesehen, meistens in Zweier- oder Dreiergruppen. Wenn ich auf sie zukam, stürzten sie sich von den Ufern ins Wasser auf mich zu, direkt auf mich zu. Normalerweise würde man dann in Panik in den Wald rennen. Dort wäre ich bestimmt ganz sicher ums Leben gekommen. Ich bin im Wasser geblieben, denn ich wusste von der Station Panguana her, dass Krokodile einem nicht gefährlich werden können. Diese Brillenkaimane flüchten vor dem Menschen, wenn er sich ihnen nähert. Und sie flüchten immer ins Wasser hinein. Es war nur so eine eigenartige Situation, weil ich direkt auf die Krokodile zukam und sie dann noch auf mich zu, von beiden Seiten ins Wasser stürzten. An seichten Stellen habe ich immer ein Stecken dabei gehabt, um vor mir her zu tasten. Denn es gibt eine Menge Stechrochen in den schlammigen Bereichen des Flusses. Stechrochen sind die eigentlich gefährlichen Tiere des Waldes, der Flüsse. Viel gefährlicher als die Giftschlangen, Jaguare, Vogelspinnen, vor denen die Leute normalerweise Angst haben. Der außergewöhnlich schlechte Spielfilm über Juliane Köpke wimmelt nur so von Krokodilen und anderen beißfreudigen Viehzeug. Die Sensationalisierung der angeblichen Gefahren des Urwalds und eine unfassbar schlechte Hauptdarstellerin sind Juliane besonders zuwider. Mami, hilf mir doch. Oh! Das Mädchen, das mich darstellt, stolpert mit gehetztem Blick durch den Wald und überall hinter jedem Busch und Baum lauert irgendeine Gefahr des Urwaldes. Sie schaut sich um und dort sieht sie eine Vogelspinne ihren Weg kreuzen. Da plötzlich hängt eine Schlange vom Baum herunter und streift ihr Gesicht. Und wow, da sieht sie einen Jaguar, der stürzt aus dem Gebüsch und tötet eine Affenmutter, die sich in der Nähe befindet mit einem Jungtier. Das Junge springt verängstigt dem Mädchen auf den Schoß und sie kauern sich zusammen und finden Trost beieinander. Dieses kleine Affenjunge bleibt dann bei dem Mädchen die Nacht über. Am nächsten Tag muss das Mädchen weiter. Das Äffchen aber möchte seinen Platz nicht verlassen und sie trennen sich. Und das Mädchen ruft hinterher, lass mich nicht allein, geh nicht fort. Wie haben Sie Ihre Nächte verbracht? Ich habe mir noch bei Tageslicht eine Stelle gesucht, wo ich Schutz im Rücken hatte, also einen kleinen Abhang oder einen dickeren Baumstamm. Und habe mir ein paar große Blätter gesucht, mit denen ich mich bedecken konnte. Besonders schlimm waren in den regenlosen Nächten die Mücken. Sie haben mich geradezu aufgefressen, da ich ja ein kleines, auch mittlerweile zerfetztes Minikleidchen anhatte. Und wenn es geregnet hat, dann gab es zwar keine Mücken, aber der Regen war eiskalt wie Nadelstiche. Und es hat oft die ganze Nacht geregnet. Da haben dann auch die Blätter nichts mehr genützt. Und ich saß zitternd bis zum Morgen, ohne Schlaf zu finden. Hier unter uns der Rio Chebonia. Er scheint nur aus Windungen zu bestehen und man kann sich vorstellen, wie viel Weg umsonst Juliane zurücklegen musste. Aber 10 Tage lang blieb sie beharrlich auf ihrem eingeschlagenen Weg. Hätte sie nur gewusst, dass in entgegengesetzter Richtung der Rio Sungaro lag, wäre sie in 2-3 Tagen gerettet gewesen. Denn dieser Fluss ist das ganze Jahr über mit Booten befahrbar. Kaum eine Stunde vergeht, ohne dass man nicht irgendjemanden auf einem Floß oder in einem Boot begegnet. Entlang des Ufers stehen überall Hütten. Blind in irgendeine Richtung zu laufen, hätte sie aber auf immer in den tiefsten Dschungel führen können. Juliane tat das Richtige, auch wenn sie dabei Tag um Tag dem Tod näher kam. Im Laufe der Tage wuchs meine Apathie immer mehr. Zeitweilig ließ ich mich einfach nur im Fluss treiben, dachte überhaupt nichts mehr. Ich muss in einer Art Trance-Zustand gewesen sein. So erkläre ich es mir auch, dass ich mich immer wieder narren ließ durch die Rufe bestimmter Vögel.
Ich hörte etwas und ich dachte plötzlich, das ist das Gackern von Hühnern, dort müssen Leute sein. Und ich schrie, Ayayenaki, ganz laut und aufgeregt. Es war ein Vogel, den ich von früher kannte, den ich also wirklich hätte erkennen müssen. Und trotzdem hielt ich es für Hühner. Es war wie Hohn in dem Moment. Und wenn ich das dann feststellte, dass es nicht gestimmt hatte, war ich von Mal zu Mal verzweifelter. Und trotzdem habe ich mich immer wieder dadurch narren lassen. Am 10. Tag dann ließ ich mich abends auf eine Sandbank zum Schlafen nieder. Ich war schon sehr schwach geworden inzwischen. Blickte um mich her, sah nichts weiter und döste so halb ein. Dort war etwas, was ich hätte sehen müssen, aber ich habe es nicht gesehen in meinem Halbwachzustand. Plötzlich muss ich irgendwie wieder richtig zu mir gekommen sein und ich sah direkt vor mir ein Boot liegen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Bist du jetzt verrückt geworden? Ist das eine Halluzination? Ich bin langsam hingegangen, berührte das Boot und es war Wirklichkeit. In dem Moment war ich hellwach natürlich, schaute um mich, wo sind die Menschen dazu? Es war aber niemand dort. Ich entdeckte am Ufer einen kleinen, dünnen Pfad, den ich vorher auch nicht gesehen hatte. Und es waren Stufen in die Erde gehauen. Etwa 3 Meter war der Hang dort hoch. Ich versuchte hochzukommen, doch ich war bereits so schwach, dass es mir nicht gelang, nicht einmal auf allen Vieren dieses kleine Stück zu bewältigen. Und es hat wahrscheinlich Stunden gedauert. Schließlich hatte ich es geschafft. Und dort oben war ein kleines Dach, wo der Außenbordmotor mit einer Plastikplane abgedeckt lag. Dort ließ ich mich nieder und fand Unterschlupf für die Nacht. Juliane und Moro versuchen hier, einen sogenannten Färber- oder Pfeilgiftfrosch zu fangen. Die Indianer benutzten ihn früher zum Vergiften von Pfeilen. Ich war ganz apathisch, hatte zwar kein Hungergefühl, aber ich wusste, ich muss etwas essen, sonst sterbe ich innerhalb kürzester Zeit. Um mich herum saßen überall Frösche, diese Färberfrösche. Ich wusste, diese Tiere sind giftig, trotzdem wollte ich sie essen. Mein Geist war schon etwas umnebelt. Ich versuchte unter allen Umständen, die Tiere zu fangen. Es war wie Hohn, einer saß so nah vor meinem Gesicht, doch ich war zu schwach. Normalerweise bringen sie einen nicht um, aber in meinem geschwächten Zustand hätte es tödlich ausgehen können, wenn ich einen erwischt hätte. Puerto Inca, ein Dorf am Rio Pachitea. Der Mann, dem Angehörige die Böschung hochhelfen, heißt Marcio Rivera. Er ist Holzfäller und arbeitete am Chebonia. Er war es, der damals Juliane fand. Da er mit der Gegend vertraut war, machte er sich vor den Dreharbeiten alleine auf die Suche nach dem Wrack. Das sollte ihn fast das Leben kosten. Das war vor einem Monat. Ein giftiger Rochen hatte ihn gestochen und Marcio lag 3 Tage lang dem Tode nahe auf einer Sandbank. Dann kam ein Boot vorbei und da Marcio kein Geld dabei hatte, weigerte man sich, ihn mitzunehmen. Schließlich gab er seine Jagdflinte her. Juliane fand das Gewehr und kaufte es zurück. Sie wollte ihren Retter damit überraschen. Don Marcio, welche Freude, sie wiederzusehen. Sí. Aquí le estoy devolviendo su escopeta que había dejado en Chebonia, no podía salir de otra. Marcio Rivera war einer von 3 indianischen Waldarbeitern, die Juliane fanden. Die beiden anderen sind inzwischen gestorben. Es ist ihnen etwas Schlimmes zugestoßen, sagt Juliane. Ja, ein Rochen hat mich gestochen. Es gibt viele davon da draußen. Einen Monat lang war ich sehr, sehr krank. Ay, sí. Qué profundo, no? Wie tief der Stich ist.
Das muss sehr wehgetan haben. Ja. Marcio demonstriert anhand eines Blattes, wie er auf den Rochen getreten ist. Natürlich trug er zum Schutz seine Gummistiefel. Der Rochen schlug mit seiner stachelbewehrten, giftigen Schwanzspitze zu und traf ihn in die Ferse. Dabei durchschlug er glatt den Gummistiefel. Marcio zeigt das Loch. Ich danke Ihnen, Signora, dass Sie mich besuchen gekommen sind, nach so vielen Jahren. Ich habe Sie jetzt 14 Jahre nicht gesehen, sagt Juliane. Ich wäre heute tot, wenn Sie mich damals nicht gerettet hätten. Ich war sehr schwach, lag halb bewusstlos in dieser kleinen Hütte, die ich gefunden hatte, und plötzlich hörte ich Stimmen, die aus dem Wald kamen. Ich hab's nicht glauben können zuerst. Und dann habe ich ein Gefühl grenzenloser Erleichterung gehabt. Der erste, den ich gesehen habe, das war er. Und das war wie ein Engel, der auf mich zukam in diesem Moment. Die drei Männer reinigten ihre Wunden mit Benzin und holten so einen Teil der Maden heraus. Dann fuhren sie mit ihrem Boot los. Nach 11 Stunden erreichten sie den Pachitea und das erste Dorf. Julianes Augen waren von dem Absturz noch so blutunterlaufen, dass Leute, denen sie unterwegs begegnete, schreiend flohen, weil sie dachten, sie hätten einen Waldgeist vor sich. Von einem kleinen Landeplatz aus wurde sie dann nach Pucallpa ins Krankenhaus von Missionaren geflogen. Monate später aus dem Krankenhaus entlassen, ist Juliane wieder in einem Flugzeug. Wie in einem Tunnelblick vorwärts und rückwärts in der Zeit sieht sie sich selbst, zurückgelassen im Urwald an der Stelle des Absturzes. Ringsum ist niemand, nur die Stimmen des Waldes. Weiter und weiter entfernt sie sich von sich selbst. Und weiter als Gedanken reichen können, dehnt sich ein Meer von Urwald um sie. Sie möchte ihre Suche fortsetzen. Sie möchte alle Teile des Flugzeugs aufspüren und aufs Neue aufrichten, wieder auferstehen lassen. Sie möchte alles wieder zusammensetzen lassen. Aber sie ahnt, dass nichts rückgängig gemacht werden kann, dass nichts umkehrbar sein wird. Hat sie hinter diesem Fenster gesessen? Ist sie vielleicht durch diesen Ausstieg ins Freie gerissen worden? Sieht sich wieder auf ihrem Flug ins Nichts. Alleine in ihrem Sitz fliegt sie weiter und weiter. Rund um sie nichts als ein gähnender Abgrund. Wochenlang fliegt sie, dann wird es dunkel. Als es wieder hell wird, sieht sie eine rettende Tür, einen Ausstieg. Sie tritt durch die Tür und da sieht sie auf einmal einen Engel, umflutet von Licht. Alle Angst weicht von ihr. Alle Schreie verstummen. Sie atmet nicht mehr. Überwältigt von Glück steht ihr Herz still für eine ganze Minute.
und sie weiß, ein Boot wird kommen, langsam und sachte. Es wird sie forttragen, es wird sie retten.